Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longbow Mod und mir, eurem Metacrassus. Ja, so sieht's aus. Wir sitzen hier immer noch in der Mission, um unsere Carrie Arnold aus der Exalt-Zelle zu befreien. Ja, wir haben sie hier jetzt schon bei der Truppe zusammen, allerdings haben wir schwierige Probleme. Ein ganzer Stoßtrupp an Soldaten, Exalt-Soldaten, sitzt hier oben auf den Mauern, beziehungsweise steht hier an der Flanke oder sitzt hier oben auf dem Dach rum oder steht gleich hier neben unserem Rückzugsort, nenne ich ihn jetzt mal. Zwei sind hier, einer von denen hat unsere Cobra angeschossen, Cobra panikt vor sich hin. Schwierig, ganz schwierige Situation. Irgendwie müssen wir die jetzt ausschalten. Welche Möglichkeit haben wir? Also wir haben Stalker. Stalker kann erstmal nicht so viel machen. Dann hätten wir Serene. Serene könnte nach außen schießen, den wegputzen. Dann bleiben immer noch die anderen Gegner hier. Und das ist schwierig. Hätten wir Cobra dabei, hätte ich gesagt, kein Problem. Lösen wir. Aber ohne Cobra, weil sie in Panik ist, wird es extrem knifflig. Mustang kann einen von ihnen wegschießen. Cobra hätte den zweiten strecken müssen. Niederstrecken, meine ich. Oh, ich habe eine Idee. Serene könnte mit etwas Wohlwollen ihr die Deckungen der Feinde weg. Oh, da müssen wir hinlaufen, das auch noch. Dann setzen wir uns aber hier auf die Seite, damit wir, wenn er durch die Tür kommt, es nicht so leicht hat, uns zu erschießen. Jetzt wird's echt tricky. Okay, testen wir mal. Wenn wir hier die Granate hinwerfen, müssten wir eigentlich genug Schaden auf die Wand machen, dass sie wegfliegt. Das Sofa sollte auch nachgeben und beide kriegen Schaden. Soweit der Plan. Soweit der Plan. Wenn das funktioniert, können die anderen, die hier stehen, quietschvergnügt die Feinde wegschießen. Okay, prima. 40% haben geklappt. Schaden wurde gemacht. Die Couch ist weg. Naja, 60%. Und die Wand steht. Das heißt, noch wahrscheinlich kokelt sie jetzt gerade vor sich hin und das Feuerfeld ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, er kann nicht durchs Feuerfeld ohne weiteres gehen. Das heißt, wir sind auf der Seite vielleicht sogar geschützt. Vielleicht kann er eben wegen dem Feuer nicht schießen. Das wäre wiederum ziemlich super. Deshalb kann jetzt Mustang quietschvergnügt ihn über den Haufen schießen. Macht er sogar. Genial. Und währenddessen können wir mit Stalker da hinten leider nicht genug Druck aufbauen, um ihn zu zerfleddern. Wir könnten hier aber nachladen. Nachladen wäre insoweit wichtig, dass wir ihn hier nicht die Gelegenheit geben. Ja doch, er hat die Gelegenheit, egal wie, er kommt hier rein und er schießt einen. Nicht gut. Carrie, kannst du uns helfen? Nein, du hast nicht wirklich was, doch eine Rauchgranate, aber der Aufheben ist blöd, ne? Der Radius ist zu klein. Sie kann sich selbst und noch Cobra damit decken und natürlich unten hier Serene. Tja, tut mir leid, Mustang. Du musst leiden. So, alle im Rauch. Das heißt, auch Stalker wird hier in den Rauch gezogen. 60% nur. Den Schuss versuche ich jetzt einfach. Vielleicht kriegen wir den weg. Ja, kriegen wir. Und du gehst in Overwatch, falls der andere hier tatsächlich um die Ecke rum will. Er heilt sich. Okay. Auch ein guter Schuss. Ah, ja. Das passt. Aber der läuft außen rum. Stalker muss nachladen, deshalb bleibt er im Nebel. Cobra ist wieder auf dem Damm und einsatzbereit. Hier brennt gleich alles. Müsste eigentlich so langsam auch zusammenstürzen.
Würde ich ja gern heilen, Cobra, aber ich habe nichts dabei. Dich schieben wir jetzt hier weg. Dann bist du nicht mehr so ganz im Visier, kannst nachladen. Und dich lassen wir nachladen. Und Carrie geht in Overwatch. Dass wenigstens einer schießt, wenn noch jemand hier um die Ecke kommt. Seine Deckung bricht zusammen, jetzt kann er natürlich sehen. Macht aber nichts und damit haben wir die Chance, ihn wegzuschroten. Gut, Stalker. Du darfst als erstes. Alles klar. Ich würde sagen, das macht jetzt Carrie, damit sie auch ein bisschen Erfahrungspunkte aus dem ganzen Massaker zieht. Und wir die großen Waffen noch übrig haben. Cobra hält die Stellung. Ich würde sagen, Mustang schaut hier um die Kurve. Falls hier irgendjemand angegaloppiert kommt. Und Serene könnte jetzt hier rüber gehen und die Stellung hier halten. Ich mach's nicht gerne, dieses Trennen. Wurde mir gesagt, ist nicht gut. Aber wir werden es jetzt einfach mal so machen müssen. Wir haben zu viele offene Wände. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wieso kann der so einfach da oben treffen? Gerade die Wand, nee, die Wand vor uns ist doch auch nicht weggebröckelt. Warum kann er uns auf einmal sehen? Und können wir ihn auch sehen? Ja, jetzt schon. Nicht gut, gar nicht gut. Okay, machen wir es anders. Wir ziehen uns von der Seite aus zurück. Wir versuchen jetzt doch über diesen Flügel uns frei zu kämpfen. Bis zu diesem einen kleinen Ort, wo die Relaisstation steht. Stalker, dich stellen wir erstmal hinten dran. Kannst ja nochmal nachladen. Und Cobra, du kommst natürlich mit. Du wirst aber erstmal hier hinter der Couch warten, falls irgendjemand hier vorne rein möchte. Ja, und Serene, halt bitte die Stellung. So, Stalker. Dein Job. Einmal nachsehen, wo der Feind steht. Einer auf dem Dach, einer hinter den Kisten, hinter den Paletten. Opa, Stalker, das wird wehtun, wenn du jetzt hier bleibst. Andererseits, wann wird es nicht wehtun? Die werden jetzt massivst feuern und das ist deine beste Position. Also versuch einfach mal, den hier weitestgehend anzuschießen. Schick. Mustang, der Rest gehört dir. Ja, sauber. Ich glaube, dich ziehe ich ein bisschen zurück. Weil wenn jetzt eine Rakete hier reinfliegt, dann bin ich massivst geschädigt. Vor allem, wenn der Spion leidet oder drauf geht, habe ich die Mission komplett versagt. Alle anderen dürften, in Anführungszeichen, hier sterben, ohne dass es ein Ende ist für die Mission. Ich tun. Ich hab's geahnt. 32%, wir haben einfach kaum eine Chance zu treffen. Okay, ich würde sagen, Stalker muss weiter. Das ist nicht gut. So viel auf einem Haufen. Eine Granate von Serene wäre jetzt nett. Das könnten wir eigentlich noch anprobieren, damit sie überhaupt noch sinnvoll Granaten einsetzt. AP, möglichst viel Schaden auf zwei Figuren, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, probieren wir mal.
14 Schaden mit einer kleinen Granate. Muss man erstmal nachmachen. Tja, Cobra sollte hier die Stellung halten. Der kommt nämlich gleich rein, vermute ich mal. Hier könnten wir auf jeden Fall einen wegschießen. Das wäre empfehlenswert. Machen wir weg. Ah. Je weniger Leute schießen können, umso eher haben wir die Chance, hier das noch zu drehen. Und Mustang... Ja, wenn ich dich hier vorne hinsetze, schießen die dich vom Dach tot. Ansonsten hast du leider keine richtige Deckung. Vielleicht hier hinter dem Mülleimer. Und hier vorne den triffst du eigentlich recht gut. Hinten dran den nicht. Deshalb schießen wir hier vorne auf den. Mit etwas Glück ist er weg. Glück! Ja, das ist mir recht oft sehr hold. Ich bin auch sehr dankbar drum, also... ja, nochmal danke. Und, versuch frühzeitig zu sehen, damit Cobra auch ordentlich ballern kann, falls der andere hier in die Kurve kommt. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich das alles aufhalten soll. Und bei derartig großen Verlusten verfallen die Gegner einfach viel zu selten in Panik. Dafür habe ich sie die ganze Zeit. Das habe ich geahnt. Aber wir leben noch. Stalker überlebt das Ganze. Ja, ich würde sagen, einmal hier hinten dran. Egal wie. Sicher ist sicher. Wir können nach oben schießen. Ebenfalls nach oben. Das heißt, wir könnten hier schießen und Holo-Target setzen. Das wäre okay. Und dann könnten Serene und Stalker mit ca. 40% draufballern. Ja, währenddessen müsste Cobra hier anfangen, die Flanke zu verteidigen. Bleibt eigentlich nichts anderes übrig für den Anfang. Du musst dich da vorne hinziehen. So, das heißt aber auch, Mustang muss anfangen mit dem ersten Schuss und da oben markieren. Das habe ich befürchtet. Könnte ich nochmal reinschicken ins Haus. Das wäre vielleicht ganz gut, dann überlebst du zumindest nochmal eine Runde. Ich stelle mir hier vorne hin, Sicht aufbauen, vielleicht sehen wir was, können noch Druck ausüben, nein, können wir nicht. Letzter Schuss, 42%, probier dein Bestes. Sehr gut, sehr, sehr gut. Serene hat es natürlich schwer, die sind beide so weit auseinander. Aber der ist, glaube ich, wichtiger, weil der steht oben auf dem Dach und kann... von oben den Bonus noch mal nutzen, dass er runterschießt und derartiges. Ja. So nah und doch so fern. Ja, das war okay. War ganz nett. Jetzt schön in Deckung bleiben, nicht erschießen lassen. Kopf zurück. Ah, sehr gut. Von da oben kann nicht geschossen werden, dafür schießen die jetzt Stalker tot. Ach, verdammt. Oh, da ist noch einer. Das war nicht fair. Und das Glück ist mal wieder hold, nachdem wir Stalker verloren haben, bleibt Cobra relativ unversehrt. Tja, wir könnten hier vorne den nochmal eine reinbrutzeln, aber das wird uns nicht lange mit Erfolg segnen. Ich könnte hier vorne hinlaufen, das... müsste gehen. Dann könnte Serene ihm in die Flanke schießen. Reicht nicht ganz. Na, hervorragend. Warum sollte es auch mal klappen? Der Granate können wir relativ sicheren Schaden austeilen. Es wird aber nicht ganz reichen, um den Feind hier in die Luft zu jagen.
Aber vielleicht sprengen wir die Wand weg. Und es reicht mit dem Schaden dann aus, dass... Nein, wird nicht reichen, dass dann unsere Carry dann den Rest macht. Das ist blöd. Okay, wenn ich hier hinlaufe, kriege ich den in Sicht. Ich hoffe es. Jawohl, kriege ich. Damit muss das Mustang erledigen. Okay. Und Cobra sollte sich zurückziehen. Wenn Carrie sich hierüber hinzieht und in Overwatch geht, einmal. Das wird es gleich gewesen sein mit Serene, oder? Ach nee, er musste nachladen. Ha! Der Schluffi. Mach doch mal Licht an, bitte. Aktuell nur zwei in der Nähe. Wisst ihr, was das heißt? Ein lösbares Problem. So, wenn ich jetzt dahin laufe, mal schnell schauen, wie weit Cobra kommt. Cobra käme um das Auto rum. Das heißt, den könnten wir relativ gut angreifen. Wären dann aber offen für den anderen, der auf dem Dach sitzt. Und natürlich sind wir nicht in der Lage zu schießen. Also, Rückzug, nachladen. Overwatch. Als der an die Kurve kommt, Overwatch. Und... ja, keine Granaten mehr übrig. Da wissen wir, dass es tödlich ist. Würde ich sagen, ab hinter die Couch. Oh, unsere Deckung bricht zusammen. So, wir könnten jetzt hier hinlaufen und versuchen, die Sicht zu offenbaren. Oder wir offenbaren hier die Sicht. Sehr gut. Geben ihm erstmal eine mit, da oben. Holo-Target drauf, damit das er... Der ist doch jetzt nicht schon wieder dran, nein, okay. Wir könnten jetzt noch Cobra da setzen lassen und Cobra 50% versuch mal zu treffen, das wäre echt schick. Ah, es läuft einfach nicht rund an der Stelle. Schade, schade, schade. Ginge mehr... allerdings nicht so. Ich weiß nicht, wie viel da oben noch rumsitzen, ja? Weil sonst würde ich jetzt einfach den Sturmlauf machen, hier dieses Rohr hochklettern, ihn abschießen. Na gut. Carrie kann auch nur den Rest übernehmen, kleine Punkte. Denn mit dem Laserpistole kann sie nicht so viel austeilen. Carrie kann auch nicht schießen von da aus. Das heißt, es lohnt sich auch nicht, hier Serene hinzusetzen, damit die was macht. Ah. Das ist schwierig. Ich bin gerade nicht schlüssig, wie das noch gehen soll. Können wir natürlich hier hinsetzen. 49%, das ist auch extrem dünn. Tun wir mal so, als würde uns diese Ecke noch ein bisschen Schutz bieten. 42% mehr habe ich einfach nicht. Ah, der dritte Schuss, der bei geringer Prozentzahl wieder daneben ging. Und der vierte Schuss, der wahrscheinlich verfehlt. Ja. Jetzt gibt's Haue. Jetzt gibt's Haue. Ich bin ja froh sein, dass Serene so viele Trefferpunkte hat. So, Mustang. Dein Job. Wo ist Mustang? Mustang, dein Job ist markieren und für jeden anderen den Schuss leichter machen. Spielverderber. Guter Job eigentlich. Aber warum nicht gleich, ja? So, dich stellen wir auf die Seite.
Weil wir wissen, hinter dem Auto sitzt noch einer auf der Seite. Und den müssten wir uns langsam auch nochmal schnappen. Overwatch. Und hier laden wir auch erstmal nach. Gut. Das Ganze ist relativ bereinigt, auch wenn es nicht gerade schön gewesen ist und elegant. Aber geschafft ist geschafft soweit. Den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.